Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem Wochenauftakt. 14. November ist grüßt Sie wieder Christian Kämmerer und wir wollen mal auf die Märkte schauen, die Forex-Märkte wie immer im Devisenradar. Und was fällt uns hier auf? Wir haben ganz klare Schwäche beim Euro. Auch beim britischen Pfund ging es jetzt heute am Morgen schon stark runter. Also die Schwäche ist hier sicherlich sehr, sehr signifikant. Und beim Euro sahen wir nach den schwachen Preisbewegungen aus der vergangenen Woche hier den Test der Unterstützung. Und da gehen wir direkt mal in den Tagesschart, um uns das mal kurz zu visualisieren. Wir haben im Prinzip hier nach dem US-Wahlspike, nach diesem ja wirklich monströsen Ausschlag, der sich hier wirklich dann wieder im Tagesverlauf des 9. November eben komplett umkehrte, eine Folge der Schwäche gesehen. Das Level von 1,1150 erwies sich als Widerstand, direkt davor drehte der Preis dann auch schon ab. Und ja, wir haben dann angenommen im Prinzip, dass es durchaus zu einem Test der 1,0085 kommen sollte. Und siehe da, am Freitag kam es auch dazu. Letztlich wurde ein Gap gerissen vom Freitagabend auf die Sonntagseröffnung. Und wir sehen, dass der Markt, der Euro vielmehr, hier im freien Taumel nach unten. Und die Unterstützungszone, die hier durchaus als wichtig angesehen werden darf, dieses Level hier um 1,0085, also hier gab es auch zuletzt mal im Januar Spikes nach unten. Aber dieses Level wird jetzt hier signifikant aufgegeben und das ist natürlich eine sehr, sehr heikle Geschichte, wenn man das mal so sagen will, denn es deutet sich hier auf jeden Fall ein weiterer Rücklauf in Richtung der Tiefs aus 2015 an. Und da spreche ich hier um Niveaus knapp über 1,05 bzw. 1,0746. Das heißt, wir können jetzt hier tatsächlich wieder in Richtung der Tiefstände tendieren. Euro also hier mit absoluter Schieflage. Und ja, das, obwohl man natürlich hier daran zweifeln darf, dass die US-Notenbank Fed letztlich den Leitzins jetzt im Dezember bewegen wird. Das ist, wie gesagt, ja die große Spekulation am Horizont. Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass Euro-US-Dollar hier mit einer absoluten Schieflage daherkommt und das wirkt sich nicht gut aus. Es sollte sich hier in weiter fallenden Preisnotierungen darstellen und das obgleich die Saisonalität eigentlich. Und das ist, wie gesagt, eine Tendenz, die man hier immer herziehen kann. Aber wenn der Chart hier klarere Signale liefert, dann natürlich auch relativieren muss. Die Saisonalität zeigt eigentlich nach oben beim Euro-US-Dollar jetzt gerade in den Wintermonaten hier eine tendenziell steigende Reaktion, aber es deutet sich hier vielmehr eben an, dass der Markt, wenn überhaupt, korrektive Rückläufe vollzieht. Und auf den aktuellen Preisschart bezogen wäre das zum Beispiel ein Retest des Level 1,085. Sollte Euro-US-Dollar also in seinem aktuellen Tiefenrausch laut Daily Range könnte es heute noch bis 1,073 gehen, dann hätte er ungefähr seine 94 Pips Range abgearbeitet. Die Volatilität, wie gesagt, auch aufgrund dieses großen Kerzen-Events hier zur Wahl, ist wieder angezogen, dürfte auch weiter wahrscheinlich hoch bleiben. Sollte es, wie gesagt, temporäre Erholungsimpulse geben, dann scheint mir das eine sehr, sehr gute Option, um ja auf einen möglichen Shortzug weiter aufzufahren. Es deutet sich hier beim Euro-US-Dollar eine signifikante Fortsetzung der Schwäche an. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Unterstützung scheint hier definitiv aufgegeben. Und auch wenn Gaps, gerade am Forex-Markt, in der Regel im Bereich um 90-95% geschlossen werden in der entsprechenden Handelswoche, wo das Gap erfolgt. Sprich, wir haben hier am Sonntag, Montag die Eröffnung jetzt gesehen mit diesem Gap zum Freitag. Grundsätzlich sollte Euro-US-Dollar den Versuch starten, dieses Gap zu schließen. Und sollte es dazu kommen, dann wäre das hier möglicherweise eine sehr, sehr gute Short-Einstiegschance, um dann auf einen weiterfallenden Zug zu setzen. Also aus dieser Unterstützung 1,085 scheint jetzt hier ein Widerstand zu werden. Man dürfte einzig von einer Entspannung sprechen, wenn der Markt hier sich etabliert über 1,085, also nicht nur reinspiked, sondern dann eben hier ein Stück weit seine Stabilisierung oberhalb dieses Levels sucht. Ja, und dann kann es durchaus nochmal in Richtung 1,1050, 1,11 gehen, wäre aber aus aktueller Sicht das eher untergeordnete Szenario. Insofern bleibt Euro-US-Dollar, wie gesagt, hier durchaus in einem bärischen Fahrwasser und da deutet sich eben hier eine weiterfallende Tendenz an. Schauen wir uns das nochmal auf dem großen Chartbild an. Da sehen wir eben hier den übergeordneten Abwärtstrend. Hier sehr, sehr schön zu sehen, dass wir auch hier oben das Level 1,1450 nie signifikant haben überwinden können. Also ganz, ganz deutlich, wie hier die Preisbarriere sozusagen aufgebaut wurde. Und jetzt sehen wir eben hier auf der Unterseite, ist es im Bereich um 1,10 immer mal wieder zum Tauziehen gekommen und 1,085, aber genau dieses Level steht eben jetzt hier zur Disposition und mit dieser ja, aktuellen Wochenkerze, die Woche ja nur wirklich noch sehr, sehr jung,
könnte sich hier durchaus eine weitere schwarze Kerze anschließen, die den Euro-US-Dollar eben hier sichtlich nach unten drückt. Da würde nur wirklich ein signifikantes Reversal über 1,085 helfen, Stabilisierung infolgedessen. Aber danach, meine lieben Zuschauer, sieht es eben tatsächlich derzeit nicht aus. Machen wir hier nochmal die Trendlinienjustierung etwas. Und ja, das Bild bleibt negativ. Euro-US-Dollar hat sozusagen seine Chance vertan. Und man darf gespannt beobachten, wie das hier jetzt weitergeht im großen Bild. Gut, das wäre es gewesen zum Wochenauftakt, meine lieben Zuschauer. Wenn Sie mögen, dann schalten Sie spätestens Mittwoch wieder ein. Morgen wird es eine kleine Pause geben zum Devisenradar. Mittwoch geht es dann weiter. Dienstag also eine Pause, eine kleine Verschiebung der Sendung. Eventuell wird mein Kollege Jens Klatt auf unserem Livestream, auf unserem JFD-Desk, einen Zwischenbericht dazu starten. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen erfolgreichen Handelsstart in die neue Woche. Wenn Sie mögen, wie gesagt, hören wir uns spätestens Mittwoch wieder, dann auch das Webinar wieder zum Devisenradar. In dem Zusammenhang viel Erfolg bei allem, was Sie tun. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.